unruhige Gedanken des Tages stimulieren Ihr sympathisches Nervensystem oder unser Kampf- bzw. Fluchtmodus und bereiten den Körper physisch auf einen schnellen Auftritt vor. Indem Sie Ihre Herzfrequenz beschleunigen und die Muskelanspannung massiv erhöhen, sowie die Pupillen erweitern, um die Reaktionsfähigkeit zu steigern. Wenn Sie sich dann hinlegen und die Augen schließen, ist Ihr Körper nicht bereit, sich auszuruhen. Was Sie daran hindert, den guten Schlaf zu bekommen, den Sie verdienen, Sie brauchen. Mit dieser Yoga-Sequenz lade ich Sie dazu ein, ein neues Ritual zu integrieren, Yoga für den gesunden Schlaf. Die Yoga-Einheit im Bett direkt vor dem Einschlafen, ganz viel Ruhe und eine entspannte Nacht wünsche ich Ihnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer ruhigen Yoga-Einheit, die Sie entweder auf der Matte oder auf dem Bett vor dem Schlafen praktizieren. Ich schenke mir Schlaf, ist die heutige Absicht. Beginnen Sie in Sukhasana, den Schneidersitz. Wirbelsäule aufrichten und die Schultern etwas kreisen und die Hände zum Herzen in Anjali Mudra, der Mund, die Augen schließen. Tief einatmen durch die Nase. Ausatmen durch den Mund. Wahrnehmen, ob sie irgendwelche Anspannungen mit sich tragen. Den Mund geschlossen, Kiefer weich, tief ein- und ausatmen durch die Nase. Ich gebe mir die Erlaubnis zu entspannen, mich darauf einzustimmen, heute in einem wundervollen Schlaf, in eine wundervolle Nacht hineinzutauchen, damit ich morgen erfrischt aufwache. Ich darf gut schlafen und mein Körper, mein Geist und meine Seele sind dieser Ruhe würdig. Was ich heute gemacht habe, ist genug. Ich bin genug. Und jetzt erlaube ich mir diese Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Wahrnehmen, wie die Gedanken immer ruhiger werden. Die Schultern weit weg von den Ohren. Der Körper kommt immer mehr zur Ruhe, ganz geerdet. Bei der nächsten Einatmung die Aufmerksamkeit auf Ihr drittes Auge zwischen den Augenbrauen ganz entspannt. Und die Aufmerksamkeit auf die Mundwinkel vollkommen entspannt. Unsere Absicht ist es, alles an Anspannung im Körper loszulassen. Hände in einer Faust hinter den Rücken jetzt öffnen, hinter den Nacken und den Kopf etwas beschweren. Kinn sanft in Richtung Brustkorb bringen, Hände im Occipitale, Schultern weg von den Ohren, Ellenbogen wie im Pfeil nach vorne, um die Spannung im Nacken aufzulösen. Ein- und ausatmen. Bei der nächsten Ausatmung Kopf zur Seite, linke Hand auf den Schädel, rechte Hand auf Knie in eine Seitenneigung. Genießen Sie die Dehnung im Nacken. Alle Anspannung schmilzt dahin, bei jeder Ausatmung noch mehr lösen. Und dann sanft wechseln zur anderen Seite. Eine Hand Armkopf, die andere Armbein.
Seitneigung, Dehnung im Nacken. Und langsam zur Mitte. Einatmen, Arme nach vorne für die Adlerarme. Linke Hand über die rechte und die Arme etwas kreisen. Und nun einatmen, öffnen, ausatmen, die Adlerarme andersrum überkreuzen. Einatmen, lösen. Und dann eine Seitneigung, rechte Hand zum Himmel. Linke Hand auf der Unterlage, Hüfte gleichmäßig tief und dann langsam wechseln zur anderen Seite. Herzraum öffnen zum Himmel in diese Seitneigung, einatmen zur Mitte. Rechte Hand nach vorne, linke Hand hinter den Rücken, drisch die hin. Tief atmen. Die Atmung fließt von der Hüfte hoch bis zur Krone und bei der Ausatmung wieder lösen. Seitenwechsel, einatmen hoch, ausatmen drehen. Rechte Hand vorne, linke nach hinten. Einatmen mit. Die Beine etwas öffnen. Für Upa Vishtakonasana, die Beine leicht gebeugt. Hände auf der Unterlage und nach vorne neigen. Ganz entspannt in eine passive Dehnung. Gerne ein Kissen oder eine Unterlage zwischen die Beine und sich darauf lehnen. Ganz gelöst. Der nächsten Einatmung hochkommen, die Hände an die Kniekehle, die Beine ganz fest umarmen, Wirbelsäule lang, beim Ausatmen Kinn zum Brustkorb, Rücken rund, Knie leicht geöffnet, Füße zueinander, Rücken entspannt. Nun bei der nächsten Einatmung stimmen wir uns ein für die Rückenlage. Die Knie Richtung Brustkorb, Kopf mittig und wir schaukeln nach rechts und nach links. Alle Anspannung im unteren Rücken auflösen. Die Hände auf die Knie. Und jetzt einfach mal so ganz liebevolle kreisende Bewegung im Rücken. Und dann langsam Wechsel zur anderen Seite. Kreisen, Aufmerksamkeit in die Hüfte, Fußsohle abgelegt, rechte Bein übers linke überkreuzt für die Viererposition, Fußflex. Rechte Knie strahlt nach rechts runter und beim Einatmen, wenn Sie eine Steigerung wünschen, linke Bein einfach fassen, entweder am Bein Beuger oder am Schienbein, Flex im Fuß. Tief einatmen, beim Ausatmen Bein näher zum Rumpf. Genießen Sie diese Dehnung und stimmen Sie sich jetzt schon darauf ein, Ihr wohlverdientes Schlaf zu genießen. Nun
Bein wechseln. Ausatmen und beim Einatmen andere Fuß hoch. Linke Bein über rechts und wenn Sie eine Steigerung wünschen, am Bein Beuger fassen oder am Schienbein. Wahrnehmen, wie sie da liegen. Oft ist die rechte Seite anders als die linke. Ein- und ausatmen. Langsam lösen, Fußsohle ablegen, Knie zueinander. Und nun langsam die Fußsohlen zueinander. Versucht bei der Konasana die Knie nach außen. Wenn Sie möchten, können Sie ein Kissen unter die Knie legen. Einatmen durch die Nase, ausatmen durch den Mund. In dieser Atemlehre verweilen, bevor sie wieder einatmen. Alles loslassen. Die Aufmerksamkeit. Die Atemlehre, diese immer wieder mal ausdehnen. Körper vollkommen entspannt und schwer. Sie erinnern sich an ihre Absicht. Gesicht ist entspannt, der Raum zwischen den Augenbrauen, dritte Auge. Die Augen geschlossen, schwer. Entspannt. Die Aufmerksamkeit auf die Mundwinkel entspannt, Kiefer entspannt, Hals entspannt. Der gesamte Körper vollkommen entspannt, eingestimmt. Ich gebe mir die Erlaubnis, meine Augen zu schließen und morgen erfrischt zu erwachen. Ich darf gut schlafen. Mein Körper, mein Geist und meine Seele sind ihrer Ruhe würdig. Was ich heute getan habe, ist genug und ich habe genug. Ich erlaube mir nun diese Zeit zum Ausruhen.
Namaste. Ich schenke mir Schlaf. Wunderbar. Wie war die Einheit? Lass es mich in den Kommentaren wissen, wie du dich gefühlt hast. Mich interessiert natürlich auch, woher du kommst, beziehungsweise wo du heute praktiziert hast. Denke daran, meinen Kanal zu abonnieren. Ich werde dir weiterhin neue kostenlose Erlebnisse zukommen lassen. Wenn du mein Lieblingsprogramm 9 Wochen Yoga Online Retreat kostenlos genießen möchtest, findest du unten in den Beschreibungen den kostenlosen Zugangscode. Als allererstes einfach mal herzliches Dankeschön dafür, dass du dir die Zeit mit mir auf der Matte genommen hast. Namaste.